Der richtige Angelschuh, das ist das Thema meines heutigen Videos. Für viele Angler ist es eher zweitrangig, mit was für Tretern sie am Wasser stehen. Obwohl letztendlich, anders als bei Rute und Rolle, unser Leben davon abhängen kann. Der Schuh ist die einzige Komponente unseres Equipments, der permanenten Belastung unterliegt. Zum Spot hin, auf dem Weg zurück. Ein guter Schuh ermöglicht es uns aber unter Umständen erst, einen Spot zu erreichen, wo eben nicht jeder hinkommt. Dennoch bin auch ich hier als Guide in meinen ersten Jahren ziemlich nachlässig mit dem Thema umgegangen. Zum einen, weil die Schuhe ohnehin schnell verschleißen, zum anderen, weil sie nach kurzer Zeit sowieso nicht mehr diskotauglich ausschauen. Zwar waren es meist auch Markenschuhe von Morel, Berg und anderen, jedoch in einer Preislage unter 80 Euro. In der Regel verwandelten die sich innerhalb eines halben Jahres in ausgelatschte Gurken. Doch bevor dieses Stadium erreicht war, fingen die meisten an zu stinken. Natürlich war mir schon bewusst, dass idealerweise ein Trekking- oder Hiking-Schuh zum Angeln geeignet ist. Doch wo sind die Unterschiede in den Schuhen? Denn die Hersteller werben, egal in welcher Preisklasse, immer mit den gleichen Qualitätsmerkmalen. Die Schuhe sollen wasserdicht oder zumindest wasserabweisend sein, gleichzeitig sollen aber die Füße gut belüftet werden und den Fußschweiß bzw. den Fußgeruch mindern. Der Fuß soll im Gelände gut gestützt werden, das Profil sollte griffig und rutschsicher auch bei Nässe sein und all diese Bedingungen natürlich lange erfüllen. Die Realität sah allerdings ganz anders aus. Manche hatten die Stabilität eines Hausschuhs, bei anderen löste sich die Sohle nach mehrmaligem Wasserkontakt. Einige Modelle waren tatsächlich wasserdicht, jedoch wurden die Füße in ihrem eigenen Fußschweiß gekocht. Bei fast allen war die Sohle nach 6 Monaten unbrauchbar. Dass aber die Marketingversprechen doch gehalten werden können, erfuhr ich erst, als ich mir einen richtig guten Schuh leistete. Ich hatte Geburtstag und ich beschenkte mich mit einem Schuh über 100 Euro. Bis dato hatte ich solche Investitionen für rausgeschmissenes Geld gehalten, ich wurde eines Besseren belehrt. Es handelte sich um den X Ultra 3 GTX von Salomon. Diesen hatte ich auch schon in meinem Buch über das Meeresspinnfischen empfohlen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich weder ein Markennerd bin, noch dass ich von irgendeiner Firma gesponsert werde. Jedenfalls erfüllte der Schuh alle Kriterien und hielt fast 2 Jahre lang. Als auch der schließlich verschlissen war, schaute ich mich nach einem neuen Paar um. Salomon hatte ein ähnliches Modell auf den Markt gebracht, nur etwas stylischer und in Schwarz. Kann man etwas Gutes besser und schöner machen, fragte ich mich und holte mir dieses Modell, den Salomon XA Pro 3D. Nach einem Jahr Nutzung dieses Modells muss ich leider sagen, er kann mit dem X Ultra nicht mithalten. Der XA Pro ist weder so wasserdicht, noch so stabil, noch so verschleißfest. Schuster, bleib bei deinem Leisten, kann man hier wortwörtlich sagen, und so habe ich mir den X Ultra erneut gekauft. Zum Schluss würde ich gern von euch erfahren, was eure Erfahrungen und Empfehlungen sind für einen Allround-Angelschuh. Schreibt mir dies gern auch als Kommentar unter dieses Video. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen.